Noch sieht es nicht danach aus, aber hier im Münchner Olympiastadion spielt am Mittwoch Rammstein das erste Deutschlandkonzert der aktuellen Tour. An 4 Abenden ist das Stadion ausverkauft. Insgesamt 240.000 Fans wollen Rammstein allein hier sehen. Doch Frontmann Till Lindemann steht massiv in der Kritik. Es geht um möglichen Machtmissbrauch gegenüber weiblichen Fans und mutmaßliche sexuelle Übergriffe. Das haben Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung ergeben. Im Fokus der Konzertvorbereitung in München steht jetzt die sogenannte Row Zero, ein Bereich direkt vor der Bühne. Vor allem junge Frauen sollen ausgewählt worden sein, hier zu feiern. Backstage-Besuch und Aftershow-Party meist inklusive. 3 Fraktionen im Münchner Stadtrat haben nach den Vorwürfen einen Antrag gestellt, um die Sicherheit auf den Konzerten zu erhöhen. Da gibt es verschiedene Ideen, die in dem Antrag formuliert sind, wie das erreicht werden könnte von beispielsweise Awareness-Teams, die vor Ort sein werden, oder eben auch durch technische Lösungen wie Sicherheits-Apps, die man installieren könnte. Manche Politiker im Münchner Stadtrat hätten die Konzerte sogar am liebsten abgesagt, was rechtlich nicht möglich war. Am Montagabend lenkt der Veranstalter Propeller Music ein. Bei den Konzerten hier wird es keine Row Zero und auch keine Aftershow-Partys im Stadion geben.